Salve a tutti. Es ist 3 Wochen her, da haben wir das letzte Mal über Gold gesprochen. Mein Name ist Christian Schlegel und ich will heute wieder mit Ihnen über das Gold sprechen. Wir haben Mittwoch 16.20 Uhr und morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. Weltweit wird das Gold dennoch gehandelt. Je nachdem, bei welchem Broker Sie sind, können Sie da auch mitmachen. Am 10. September hatte ich gesagt, die Technik hat sich weiterhin leicht eingebrieft. Das war ungefähr hier und ich habe immer noch mit dieser 1450 gerechnet. Die ist bisher leider immer noch nicht gekommen. Ja, wir waren um 8 Punkte drüber, aber ich will Ihnen jetzt in dem Zusammenhang mal ein bisschen was über die Fibos zeigen. Vielleicht nutzt Ihnen das was für die Zukunft. Wenn Sie 5 Händler fragen, die Fibonacci in ihre Handelskriterien einfügen, bekommen Sie 6 Meinungen. Das ist völlig klar. Ich zeige Ihnen einfach mal, weil ich habe verschiedene Mails bekommen, warum ich das so mache und so und nicht so oder so. Es ist so, da ist jeder Händler, glaube ich, anders. Ich habe die ersten Fibos so gezogen, dass ich von der echten Ausgangsbasis hier, also von Ende Mai, hier hochgegangen bin bis zum Hoch. Da habe ich bei 1449,66 das sogenannte 38er Retracement. Das hat mir deshalb so gut gefallen, weil wir nämlich in dem ersten Anlauf bis zu 50 hoch sind, wieder runter bis zu 50. Und erst als wir die 1450 gebrochen hatten, dann sind wir weiter marschiert. Mir hat das gut gefallen. Ich hätte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Gold viel lieber hier noch diese 8 Dollar runter gehabt. Jetzt gibt es aber andere Leute, das habe ich also auch gesehen, bekam ich auch Mails, die ziehen die nicht so, sondern sie ziehen sie von hier, von diesem Punkt. Und die liegen natürlich genau dann drauf auf dem 61,8er Retracement, fast auf den Punkt. Wie dem auch sei, der Bereich zwischen 49 und 60 ist aus verschiedenen FIBO-Zeiteinheiten ein ganz guter Support. Lässt sich da nicht auf den Punkt ausmachen, aber diese 10 Dollar sind im Gold oder für das Gold nun wirklich nicht besonders viel. Das heißt, je nachdem, wie ich sie ziehe, ob von hier, also vom letzten Ausgangspunkt oder vom längeren Ausgangspunkt her, da trifft sich das 38er lang mit dem 61er kurz. Das ist eine schöne Unterstützung. Was mir, ich mache es mal größer, was mir ganz gut gefallen hat, wir sind aus dem Band raus, das sehen Sie hier schon auf dem Chart, das haben wir Ewigkeiten nach unten nicht mehr gemacht, aus dem Band raus und wieder rein und korrigieren sofort wieder hoch bis zur 20-Tage-Linie. Wir sind im Moment bei 1492. Das heißt, wir liegen wieder völlig neutral hier in der Mitte der Bänder um 10 und 20 Tagelinien herum. Die Bänder, die weiter zusammengehen, haben 0 Aussage momentan. 0. Vom Chart her kann ich also da auch nicht allzu viel sagen, außer dass weiterhin die 1450 eine Unterstützung ist. Und danach kommt lange, lange nichts bis hier unten bis zur 1400 glatt. Das ist dann die nächste vom Chart. Hier kann ich, das ist eine Zone, kann ich aber nichts Genaues ausmachen. In der Zwischenzeit, und wir haben jetzt vom Hoch schon 100 Punkte verloren, ziemlich auf den Punkt auch genau, hat sich die ganze Technik hier erheblich abgebaut. Schauen Sie mal hier über die traditionelle Sichtweise im MACD, aber auch die moderne Sichtweise. Die stabilisiert sich jetzt natürlich hier durch den Tag gestern und heute. Wobei ich eins sagen muss, ich agiere oder reagiere immer erst dann, wenn das zweite Histogramm auch kürzer ist. Also ich habe hier lang und einmal kurz, ich hätte gerne noch ein kürzeres. Aber auch hier ist Stochastik vom teilweise doch sehr heftig überkauften Zustand komplett zurückgezogen und fängt schon wieder leicht an zu drehen. Auch hier wäre es mir lieber gewesen, wenn wir die 50 gesehen hätten. Haben wir nicht. Ist so, muss ich mit leben. Ist ja vorher abgefangen worden. Na gut. Tja, was mache ich jetzt mit dem Freund? Also im Moment liegt er, wie gesagt, vom Chart her bei mir völlig neutral. Er liegt eigentlich da, wo er hingehört. Sagen wir es mal so, das Gold. Ich finde, das ist hier recht fair bewertet. Deswegen habe ich momentan keine echte Idee, die ich hier mitteilen kann. Ich habe Ihnen aber trotzdem ein paar Scheine mitgebracht, für den Fall, dass Sie da eher eine Idee haben. Wie gesagt, ich muss mich momentan da raushalten. Da ist nichts Tolles jetzt, weder nach oben oder nach unten, was mich zu irgendwas reizt. Der eine Schein, der liegt hier unter der 1400. Da habe ich Ihnen den hier mitgebracht. Das ist ein 1392er. 1392,40 im Moment. Ein Open-End-Schein ändert also jeden Tag seine Basis nach oben. Das ist noch nicht mal ganz ein 15er Hebel. Und dieser Schein hat die Kennnummer GA7TYA. Das ist eine eher konservative Variante.
bekomme auch viele Mails, die sagen, wieso ich immer so hohe Hebel nehme. Also bei den Aktien sind die Hebel zwischen 10 und 20, das finde ich völlig in Ordnung. Und klar, wenn ein Index wie der DAX da 12.000 rumsteht, dann sind die Hebel automatisch ein bisschen höher, weil ich gehe ja nicht 500 Punkte weg, sondern ich versuche so 150, 200 Punkte weg zu sein. Deswegen sind die Hebel da hoch. Es gibt aber auch noch eine Hardcore-Variante. Und diese Hardcore-Variante, wem also jetzt das bei 15 noch nicht genügend bitzelt, die kann ich hier drunter legen, unter die 14,50, aber lieber schon mal mit einem Sicherheitsabstand von 14,40. Und da habe ich den hier gefunden, das ist dann schon ein 27er Hebel, 1437,78, also runden wir mal 1438. Das ist die Kennnummer GB0AEY. Da bitzelt es dann ein bisschen mehr. Ich muss sagen, ich traue mich momentan, habe ich keinen Grund für einen Long. Ich habe aber auch keine Annahme für einen Short. Ich halte mich da eher raus. Ich nenne ihn trotzdem Short. Und dieser Short, also ein Short-Schein, ein Put, muss hier drüber liegen. Den brauche ich gar nicht bis da hinten hinzulegen. Der muss hier drüber liegen. Und dieser Punkt hier ist die 15,35. Also gehe ich 10 Punkte dahinter. Das ist dann die 15,45. Und da gefällt mir der ganz gut. 1543,30. Auch ein Open-End-Schein. Im Moment mit einem Hebel von rund 30. Das ist die Kennnummer GB für Great Britain. 1X9K. Weder der eine oder der andere ist momentan von mir aktiv dabei. Ich packe beide auf die Watchliste. Ich würde positiver werden über der 15,35. Ich müsste deutlicher negativ werden unter der 14,40. Aber jetzt sind wir mittendrin. Ist nicht zu sehen. Ich halte mich raus. Was mir auffällt, ist die Geschichte, das war früher schon mal so, das ist ab und zu so, aber das ist nicht immer so. Aktien hoch, Gold runter, Aktien runter, Gold hoch. Momentan ist es so, momentan läuft es so. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und einen schönen Feiertag. Bye, bye.